Willkommen zurück bei God of War Ragnarök, dem ersten Video nach dem großen, grandiosen Finale, das aber sehr viele Fragen offen lässt. Wo ist Tyr? Was ist jetzt mit Sutris Geliebten geworden? Wird Atreus die ganzen Riesen finden, die in den Welten verstreut sind? Wird Angeboda ihm dabei unterstützen? Was wird aus Freya? Meint sie, ist bei uns? Aber eher auf lange Sicht gedacht. Fragen, Fragen, Fragen. Es war ein cooles Ende, es war ein gutes Ende, es hat mir gefallen, aber dennoch bleiben Fragen offen. Der Soundtrack. Ja, und wir haben mit diesen, ich nenne sie mal einfach Klumpen. Trümmer des zerstörten Asgards sind in allen neun Welten gelandet. Einherjahrsoldaten, Odin noch immer treu ergeben, haben ihr Lager an den Überresten aufgeschlagen. Lässt man sie gewähren, könnten sie für noch mehr Probleme sorgen. Wir werden sie nach Valhall schicken. Seltsam. Noch immer sind überall am See Spuren der Weltenschlange. Dabei sahen wir, wie sie bei Ragnarök verschwand. Das kann nur bedeuten, dass die Legende doch wahr war. Thors Schlag hat Jörmungandr in der Zeit zurückversetzt. In einen jüngeren Jörmi, frisch aus Jötunheim, der zu der uns bekannten Schlange heranwächst. Als wir die Schlange erstmals trafen, sagtest du, sie hätte Atreus erkannt. Vielleicht aus Jötunheim. Das kann sein, Bruder. Das müssen wir den Jungen fragen, wenn wir ihn sehen. Ernsthaft? Die Schlange, die wir da bei Angelbodas Oma oder wer das war, mit der Seele des Riesen gemacht haben, war Jörmungandr? What? Als Jörmungandr Thor in Asgard angriff, wirkte es irgendwie persönlich. Aber sie konnten sich unmöglich schon vorher begegnet sein, oder? Das habe ich auch überlegt und habe eine Theorie. Wir wissen, dass der Junge eine Zeit lang in Jötunheim Seelenmagie erlernt hat. Vielleicht hatte die Schlange damit zu tun. Du meinst, Atreus hat ihr die Seele eines anderen Riesen eingepflanzt? Jemand, der Thor bereits hasste? Ja, genau! Das grenzt die Sache aber gewiss nicht sonderlich ein. Ob Jörmi sich nach all dieser Zeit überhaupt noch erinnert, wer er einmal war? Können wir ihn fragen? Er ist ja nicht mehr hier, ne? Jörmi. Ja, es ist. Wer wird gespielt, ne? Also, wenn das Spiel jetzt nach End-Content hat. Wir wollen ja eh alles auf Platin machen. Mimir, ich wollte dich etwas fragen. Hildiswini hat mir erzählt, wie du Hels Armee sichern wolltest, wollte aber nicht näher auf die Verhandlungen mit Reisvelkr eingehen. Ah, ja. Verständlich, dass er sich bei so einem Thema zurückgehalten hat, bis er sah, ob wir den Kampf überleben. Mimir, was genau hast du dem großen Vogel versprochen? Oh, nichts allzu Schlimmes. Sie möchte sich nur gern zur Ruhe setzen. Zur Ruhe setzen? Hels Adler will sich zur Ruhe setzen? Ja, und frag mich nicht, was sie mit ihrer Freizeit anfangen will. Darauf gibt es ganz sicher keine beruhigende Antwort. Kann sie das überhaupt? Nicht Hel sein? Offenbar. Sie möchte nur eine Ablösung. Jemand, der ihren Platz einnimmt und sozusagen zu Hel wird. Nicht gerade ein Amt, das viele gern bekleiden würden. Stimmt. Schreckliches Wetter, endlose Stunden und die Möglichkeit, entsetzliches Unheil über die Welten zu bringen, wenn man nicht aufpasst. Oder schlimmer noch, wenn man nicht vertrauenswürdig ist. Aber wenn sie ohne Ersatz fortginge... Völliges Chaos, ja. Tja, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Noch eine Frage? Wer ist denn jetzt der Nachfolger? Weil die hier Leute haben ja geholfen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Oh.
Ein Vorteil, wenn wir mit der Welt hier beginnen, ist definitiv... Ja, das Artefakt ist natürlich furchtbar. Vorteil ist, dass wir hier, glaube ich, keinen Berserkerkampf mehr haben, ne? Unentdeckt. Boah, da war die Hälfte noch gut, sorry. Frey macht mir immer noch ein bisschen Angst. Hallo? Ja, bitte. Rechte Seite, Bruder! Falls mehr von diesen Asgard-Fragmenten da draußen sind, werden die Einherjar ja den Welten weiter Ärger machen. Nächste Schritte. Die Zerstörung Asgards ist nicht das Ende unseres Kampfes. Versammelt deine Truppen und führt sie zu meinem Standort im Schmelztiegel von Muspelheim. Wir sollten zurückschlagen gegen diese verräterische Frigg, den Geist Spartas, mit dem sie reist, und alle, die sich uns in den Weg stellen, die Königin. Ja, das ist auch safe die neue Valkyrenkönigin, oder? Nur wenn wir nichts unternehmen. Die Welten werden nie heilen, wenn sie bleiben. Wie viele noch? Nur ein Weg, das rauszufinden. 9. Okay. Das ist eine coole Idee. Und da kommt am Ende wahrscheinlich der schwerste Kampf des Spiels, ne? 50.000 Hacksilber. Zerbrochene Einherjar-Schilde, die aus Asgard gefallen sind, können zur Verbesserung von Schilden verwendet werden. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen mit dem fehlenden Artefakt. Ob ich das einfach google. Freya, dich beschäftigt etwas. Was ist los? Freyas Schwert. Ich bin froh, dass er es wieder hat.
Stahl es Odin? Nicht ganz. Man kann es nicht stehlen. Der Besitzer muss es aus freien Stücken hergeben. Freyr ließ es in seiner Jugend schmieden und es hat seinen Antrieb und seine Leidenschaft inne. Jahrhundertelang schwor er, er würde es bis zu seinem Tod führen oder bis er die Liebe seines Lebens trifft. Er und sein Schwert waren beide Romantiker. Ingrid, das hat Atreus ja eine Zeit lang mit sich geführt. Ziemlich süße Idee, dass das das Schwert von Freya ist, das er hergegeben hat, als er gefoltert wurde. Gehe ich mal fest von aus. Mimir, du kannst eine Geschichte erzählen, wenn du willst. Endlich bin ich dir lieber als Stille. Eine Seltenheit, ich bin gerührt. Aber da du es erwähnst, mir geht da in letzter Zeit was durch den Kopf. Noch aus meinen frühen Tagen, als ich kaum mehr zu tun hatte, als Sterbliche zu beobachten, die durch unseren Wald kamen. Eines Sommers sonderte sich ein für seine Verschrobenheit bekannter Gutsherr mit einer kleinen Gruppe Verwandter und Anhänger ab. In der Zuflucht im Wald wollten sie mittels Studium und Disziplin Erleuchtung erlangen. Sie schworen, keine Ablenkungen zu dulden, bis sie weise Männer geworden wären. Ablenkungen? Ja, Frauen, das Trinken. Vor allem Frauen. Du kannst dir denken, dass die guten Absichten bald bröckelten. Als der Herbst kam, waren die Gemüter erhitzt und von Weisheit nicht mehr viel übrig. Eines Tages sah ich, wie der Gutsherr und sein Bruder jagen gingen. Am Ufer eines Flusses fanden sie eine Maid, schöner als alle, denen sie entsagt hatten. Sie bittet die beiden um Hilfe, weil sie fürchtet, die Strömung könne sie beim Überqueren fortreißen. Ohne zu zögern, schwingt der Gutsherr sie sich auf die Schultern, trägt sie hinüber, setzt sie ab, zieht den Hut und wartet zurück zu seinem Bruder, der völlig entgeistert ist. Ihm fehlen die Worte. Langsam vergeht der Tag, der Gutsherr setzt die Jagd fort und sein Bruder knirscht stillschweigend mit den Zähnen. Schließlich bricht der Damm. Bruder, ruft er, wie konntest du nur? Nach allem, was wir geopfert haben, wie konntest du deinen Eid brechen, als bedeutet er nichts und diese Maid auf deinen Schultern tragen wie ein Shetland-Pony. Der Gutsherr lächelt nur. Bruder, ich habe die Maid am Ufer abgesetzt. Du trägst sie noch mit dir herum. Oh, ein Schmunzeln. In der Tat eine Seltenheit. Das sind also wirklich Überreste der zerstörten Asgard-Welt, ne? Das ist schon Freya, verrückt. Du sprachst vom Schwert deines Bruders. Wie kam es in Odins Hände? Das beantworte ich. Odin verkleidete sich als die schönste Person, die Freya je gesehen hatte. Und dadurch verlor Freya sein Schwert? Oh, mit beschämender Geschwindigkeit. Ich bin froh, dass Freya es zurückbekommen hat. Ich auch. Mein kleiner Narr. Er hat bei Sutra oder Ragnarök sein Leben gelassen, ne? Mit beschämender Geschwindigkeit. Ja, das muss man aber hier mitnehmen. Das gehört schon noch dazu, irgendwie. Du musst den Schild umgehen! Schön Vorsicht! Das ist Bifrost! Achtung! Hinter dir! Ja, ich bin ausgewichen. Kratos geht's offensichtlich nicht so gut. Kratos müde. Nee, ich bin ausgewichen, so viel ich konnte. Das hat nicht funktioniert. Schade.
Schade, schade. Es haben wir volle Leben. Das ist ein Vorteil. Bruder, mach dich bereit! Schön vorsichtig! Das ist Beatweise! Er ist schon knackig, ey. Ich verstehe nicht, warum Sie noch kämpfen. Haben Sie Odins Tod nicht gespürt? Sie sind Soldaten. Sie werden ihm immer treu sein, lebendig oder tot. Das ist eine Frage der Ehre. Ja! Sie werden weiter seinen Befehlen folgen und die Welten unterdrücken. Aber nicht mehr sehr lange. Hoffentlich. 2 von 10, yay. Ja gut, da ist ja nichts Neues mehr, ne? Nee. Aber cool gemacht, dass es jetzt noch so richtige Endgame-Inhalte gibt. Finde ich cool. Warum nicht? Ist eine coole Idee. Aber wo ist das Artefakt, ne? Und der vergrabene Schatz. Was ich mir halt vorstellen kann, aber wie kommt man denn hier hin? Komme ich hier irgendwie hin? In der Zuflucht. Weil hier könnte natürlich die Schatzkarte sein, ne? Dass wir hier die Schatzkarte finden für den See der Neuen. Ja, gut, dass ich nachgeguckt habe. Ratatusk. Na, und sowas wäre es eben jetzt wieder, wisst ihr, wenn ich da jetzt nicht geguckt hätte. Als Hildesvini nach Helheim ging, warum ist er da nicht erfroren? Ein Jövür friert nicht. Die Keilerwandelkrieger von Varnaheim.
so weise in der Staatskunst, wie sie tödlich auf dem Schlachtfeld sind. Sie können jede beliebige Gestalt annehmen? Sicher. Sofern es sich bei diesen Gestalten um Mensch und Keiler handelt. Naja, es schränkt sich ja gewissermaßen ein bisschen ein, oder? Ja, also gut, dass ich geguckt habe. Wir könnten Ewigkeiten suchen, aber ohne Ratatös kommen wir nicht weiter. Ja. Ich wusste, wir haben etwas vergessen. Sechsacksilber, das ist doch Mobbing. Stimmt was nicht? Oh nein, es ist nichts. Nur keine Ahnung, ob das wahr ist, aber wir nehmen Abschied von Brock ins Wartalfame. Zur Bestattung? Ja, wir treffen uns in Reibs Taverne in Nidavellir. Wir werden da sein. Ein Wikingerbegräbnis. Machen wir auf jeden Fall. Ihr habt das bei Ragnarök gut gemacht, General. Ich wünschte, ich hätte gesehen, wie Sindri und du Thor und Odin besiegten. So ist es nicht gewesen. Ja, vielleicht nicht, aber die Geschichte gefällt mir am besten. Das Wichtigste ist, dass Odin bezahlt hat für das, was er Brock angetan hat. Ich weiß, dass es ihn nicht wiederbringt, aber es ist etwas wert. Hallo, Lunda. Hallo, Göttin. Wegen deinem Bruder. Ich hab dir das nie gesagt, aber ich weiß, in Momenten wie diesen, da sollte man Dinge sagen wie mein Beileid. Aber ich wusste immer, dass dieser gut aussehende Mann zu großem fähig war. Dass er eines Tages etwas Unglaubliches tun würde. Und ich bin stolz, dass das die neuen Welten jetzt auch wissen. Ich danke dir. Gern geschehen. Ich find's aber krass, dass Asgard wirklich zerstört ist. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht noch eine Lösung gibt. Irgendeine Alternative. Gehen wir mal zu Sindris Haus. Vielleicht ist er ja auch dort. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen reinkommen, ne? Komm mal her! Der Boss hat was für dich. Keine Lindwürmer mehr? Was? Hast du vergessen, dass sie die Welten auffressen? Alles zu seiner Zeit. Schon bald, Meister Kratos, können wir uns ausruhen, ohne dass die Welt angeknabbert wird. Aber jetzt an die Arbeit. Hallo, Ratatöskar. Hallo, Meister Kratos. Was ihr für diese Welten getan habt, ist wahrlich etwas, das ich für unmöglich gehalten hatte. Seid euch gewiss, dass Meister Brock über alle Maßen stolz gewesen wäre. Selbst wenn er es nur in seiner bevorzugten Sprache aus Schimpfwörtern ausgedrückt hätte. Ach, er fehlt einem wirklich. Ja, wirklich. Es gibt eine recht interessante Entwicklung, auf die ich euch hinweisen möchte. Die Explosion Asgards hat den Weltenbaum bis in die Wurzeln erschüttert und dabei viele der Weltensamen gelöst. Ich dachte mir, ihr hättet sie gerne. Das ist quasi meine Art zu sagen, danke, dass ihr meinen Opfertod verhindert habt. Gern geschehen. Aber mal ganz abgesehen davon, gibt es noch etwas anderes? Hält Weltensamen die Tore in den neuen Welten öffnen und so schnellen Zugang zu neuen, unerforschten Bereichen ermöglichen. Wir haben noch nicht alle deine Kreaturen gefunden. Wir suchen weiter. Unvollständig. Schade. Oh, ruhig. Das ist ein sehr umsichtiger Hinweis und wir wissen deine Weitsichtigkeit zu schätzen. Deinen Weitblick. Hörst du bitte auf, so ein Perfektionist zu sein? Nein. Welchen Aspekt vertritt er dann? Meinen Perfektionismus. Ich sollte mich nicht aufregen. Er ist einfach so befremdlich sparsam mit seiner Prosa, weißt du? So lakonisch, um nicht zu sagen prägnant. Weniger Worte, größere Wirkung. Der gefällt mir. Ach, das dachte ich mir schon. So, jetzt kennst du sie alle. Es tut mir sehr leid. Bitte urteile nicht so hart über mich, Meister Kratos. Bin weg. Ich habe wohl genug eurer Zeit beansprucht. Hammer. Der gefällt mir. Ah.
Ich weiß, es ist schwer, ohne sie hier zu sein. Aber der alte Brock wäre bestimmt froh, dass ihr hier seid. Und Sindri, wo immer er auch steckt, wäre bestimmt froh, wenn ihr hinter euch aufräumt. Also los. Er ist also nicht hier. Boah, Wahnsinn. Was wir in diesem Spiel alles erlebt haben, ha? Huh? Ich frage mich, ob Sindri jemals zurückkommt. Kann sich dieser Ort wie ein Zuhause anfühlen, nach dem, was passiert ist? Dass ich ihre Zankerei einmal vermisse, aber ohne die beiden ist es nicht derselbe Ort, oder? Wir pflegen ihn bis zu seiner Rückkehr. Boah, ist das übel. Aber Wahnsinn, also es steckt ja Arbeit da drin, was die hier noch gemacht haben. Dass sie das alles noch für Leute, ich meine, es gibt vielleicht viele, die machen jetzt auch einfach gar nichts mehr, die werden das hier alles nie erforschen, dass sie das überhaupt eingebaut haben. Wahnsinn, das freut mich. Das freut mich riesig. Okay, und wie funktionieren jetzt diese Weltensamen, die wir bekommen haben? Wir können nach Jötunheim? Oh, und Asgard ist zerstört. Das neue Tor, wow. Aber nur eines? Ein neues Tor haben wir hier. Hain der Zuflucht. Das ist das alte Haus von Freya, ne? Just saying. Könnte also persönlich werden. Wir gehen zurück zu Chauli? Ja. Er wird sicher böse auf mich sein. Ja. Chauli. Tut mir leid. Ich war nicht entschuldigt, dich so zu vernachlässigen. Das stimmt. Ich werde mein Bestes geben. Für Thumbnail, maybe. Mal gucken, was ich da nehme. Huh. Ist jemand da drin? Ja. Es wird schon wärmer, oder? Birgir. Hallo. Was machst du hier? Mich aufwärmen. Uns beide. Es ist dein Heim, wenn ich gehen soll. Nein, es ist gut, dass er jemanden hat. Wirst du bleiben? Es gibt noch so vieles zu tun. Dann warten wir. Und wenn die Zeit der Ruhe kommt, wird dein Heim warm sein. Danke, Birgir. Na, wie schön, weil wir den gerettet haben. Wäre der sonst nicht hier? Warnerheim. Möchtest du die Flügel mitnehmen? Cool, das finde ich ja nice. Sieh mal, Freya. Merkkraut.
Schön, haben wir wenigstens Mirkkraut. Mann, tut mir voll leid, dass Freya den einfach allein gelassen hat, ey. Okay, das ist der Weg, den Atreus gegangen ist, ne? Wir haben hier wahrscheinlich gar nichts mehr, das war es wahrscheinlich. Ja. Aber hier geht es auch gar nicht weiter. Okay. Jötunheim, wir können mit Freya Jötunheim erkunden. Das ist ja verrückt irgendwie. Ah, ja. Auch nochmal ein schöner kleiner Rückblick, ne, zu God of War 2018. Ja, große Frage. Mach's gut, Schauli. Bald. Große Frage, wo finden wir jetzt noch die Karte und, ne, ihr wisst schon, weil dann wären wir mit Midgard durch. Das wäre jetzt schon so eigentlich in meinem Sinne. Ich guck mal nach. Ich denke mal nicht, dass das... Das Einfachste wäre wahrscheinlich zu einfach, oder? Aber schön, finde ich toll, dass man hier nochmal hingehen kann. Die Dialoge, dass Birgir auch hier ist und das Rätsel auch gelöst, wo der verblieben ist. Finde ich schön. Weil den haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, tatsächlich. Ja, Entschuldigung. Ich habe schon viele Geschichten über deine Heimat gehört. Und auch, dass du in einem Turnier gekämpft hast. Ich kämpfte in vielen Wettstreiten. Aber diese eine. Du sollst gegen Bestien, Schurken, Prinzessinnen, untote Automaten und den größten Musiker aller Zeiten gekämpft haben? Das stimmt doch nicht, oder? Darüber möchte ich nicht reden. Schön, wie du meinst. Das Einfachste von allen, hä? Huh? Ein schönes Messer. Leider verrostet. Gut, das sind alle verlorenen Artefakte aus Tyrs Tempel. Lust auf einen Besuch bei einem gewissen Zwergenladen? Okay, und damit fehlt nur noch ein Schatz. Okay, dafür braucht man eine Karte aus Svartalfheim, die wir, glaube ich, noch nicht haben. Das heißt, das können wir gar nicht machen. Wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich das richtig verstehe, können wir... den Schatz gar nicht finden, weil wir die Karte noch nicht haben, die wir nur finden, wenn wir in Svartalfheim backtracken. Ja, Svartalfheim würden uns, glaube ich, mit am längsten beschäftigen, tatsächlich.
das Wort auf ihm. Nivelheim, Warnerheim, Svartalfheim. Da gibt's ein mythisches Tor. Ich würde gerne mal hier, also wir können das gerne freischalten. Falsche Taste! Falsche Taste. Es fehlt, glaube ich, auf dem Weg zur nach Niederwell hier noch ein Svartalfheim. Also hier fehlt uns noch ein Artefakt, glaube ich. Der Niedergang des Apfelkerns. Der Apfelkern. Hier drin ist die Karte, die wir brauchen. Aber ich würde gerne erst den Rest vervollständigen. Ich denke mal, dass Svartalfheim durchaus genug Inhalt hat für 2 Videos. 3 vielleicht. Oder sollen wir erstmal uns das... Also uns fehlt hier... Genau. Weil unentdeckt. Ja, wir gehen erstmal, come on. Ich weiß nicht, was ich machen soll zuerst. Ihr merkt's ja. Alles ungeskriptet. Wir gucken erstmal, wo uns das hier hinführt. Ich weiß, das Begräbnis von Brock, aber das machen wir auf jeden Fall dann, während wir hier in Svartalfheim sind jetzt. Eieieiei. Sind wir... Das ist doch der finale Aufzug. Hinter Tiers Versteck, oder? Hinter Tiers angeblichem Gefängnis. Das heißt, wir sind jetzt am Ende des ganzen Weges durch die Minen, in der wir Tier befreien wollten, was wir nicht getan haben, weil er ja nie hier war. Wie wir jetzt wissen. Deine Pfeile bringen sie zur Strecke. Oh, come on. Ja.
links! Das hast du wieder gegen Pfeil wird sie verlangsamen. Jesus! Ich hasse Wiedergängerinnen. Das ist wirklich mit die schlimmsten Gegner des ganzen Spiels. Das ist unfassbar. Kämpfe ich ja lieber gegen eine Valkyrie, ey. Valkyrie. Okay. Schade, dass es das letzte ist. Echt? Wieso schreibst du keins? Es ist eine Weile her, dass ich mich an Poesie versucht habe, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Blend es doch ein. Warum zeigen die es denn nicht? Hier, guck es dir nochmal in Ruhe an. Dann zeige ich auch nochmal, welches Spiel was ist. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay, eine weitere Trophäe, sehr schön. Ja, wenn wir sterben, ist nicht so tragisch, dann haben wir volle Leben. Wir sind gleich bei Tiers Gefängnis. Ja, hier war doch der Kampf gegen die Einherjer. Ja. Ich erkenne das. Als wir getrennt wurden von Atreus. Naja. Ja, ja. Komme ich hier jetzt gar nicht weiter? Bin ich da durchgebrochen oder wie war das? Doch, da komme ich rüber. Ich habe nicht richtig geguckt. Der alte Weg ist kaputt, aber wir kommen jetzt durch. Nur dadurch, dass wir jetzt das Portal haben, kommen wir jetzt hier rüber. Da oben. Ich habe nur nach unten geguckt. Genau. Zack. Zack. Ja. Und so erreichten wir unser Ziel. Hey. Odins Gefängnis. Eika!
Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Oh, nice. Richtig gut, ey. Wow. Okay. Mligli Mundre. Als wir erneut an der Mine in Svardarfheim vorbeikamen, wo wir einst Tier befreit hatten, in Anführungszeichen, entdeckten wir, dass ein Troll das Gefängnis in Besitz genommen hatte. Ich weiß nicht, warum eine solche Kreatur eine Mine aufsuchte, besetzte und sogar verteidigte. Andererseits, wenn Zwerge einen solchen Ort wertschätzen, warum dann nicht auch Mligli Mundre? Ich sag's einfach. Dieser Ort macht mir wirklich ein äußerst mulmiges Gefühl. Hier haben wir den Betrüger befreit. Schafft der vier Winde. Schafft der vier Winde. Mit diesem Schaft können die stärksten Angriffe die Luft zerreißen. Tier. Oh. Odin setzte unsere edelsten Instinkte gegen uns ein. Das macht er immer so. Wir werden die Last unserer Fehler tragen. Nicht mit Schuld, sondern mit zielsicheren Schritten. Kommt. Es gibt viel zu tun. Das ist doch Odins Symbol, oder? Das war vorher aber nicht da. Mimi. Wartet mal kurz. Schnauf nicht so. Kratos, alles gut. Ich brauche mal ganz kurz eine Schogette. Ich hab grad mega Hunger auf einmal. Aber bis zum Essen muss ich noch ein bisschen warten, deswegen... Eine Überbrückungsschogette. Mhm. Hallo? Entschuldigung, ich hoffe, ich schmatze nicht zu laut. Ja, keine Ahnung, wo. Ich gehe einfach mal, ne? Ich habe jetzt keinen wirklichen Plan, wo wir mal waren. Und wo noch nicht. Einzige, was ich sicher weiß, dass wir hier noch nicht mit dem Dropnir-Speer waren. Also alles, was mit dem Speer zu tun hat, ist neu. Das ist sicher. Kratos, ich sehe etwas. Was denn? Ja? Freya hat mich jetzt so indirekt geführt, ne? Was denn?
Hier oder was? Ah ja, okay. Ein neues mystisches Tor. Ey, eine Nordentruhe. Ja. Ging, ach so. Drei. Na, bevor da ein böser Boss rauskommt, erstmal die Nordentruhe. Okay. Ist das der letzte Apfel oder? Nee. Der Soundtrack ist auch schön. Amulettzauber, Midgards Tapferkeit. Ein aus Midgard stammender Zauber, der auf dem Amulett von Yggdrasil platziert werden kann. Oh, unser letzter, oder? Ich glaube, es ist der letzte. Sehr schön. Das heißt, man konnte die vorher gar nicht alle sammeln. Das müsste der letzte sein. Und das war der letzte. Fantastische Arbeit, schätze ich. Ist mir völlig egal. Du bedeutest mir nichts. Überhaupt nichts. Das ist toll, mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Tschüss. Ich hab dich lieb. Du. Meine Güte. Wir haben eine Persönlichkeit von Ratatusk verzerrt. Und nicht unbedingt ins Positive. Was ist hier jetzt? Waren wir hier schon mal? Ja. Ach, Jesus. Rot! Hinter dir! Bruder, das kleine Mistvieh explodiert gleich! Ah ja. Okay, aber gibt's hier jetzt nicht mehr? Nicht mehr Neues? War's das? Artefakt, Berserker Grabstein, Überreste von Asgard. Achso, Boot gibt's nicht. Das heißt, wir können nur hier lang gehen. Das ist so ein bisschen Ausschlussverfahren gerade, ne? Stimmt, das hatten wir ja auch noch hier. Das Runenbord ist da drüben erschienen. Siehst du? Sina. Die Musik ist... Barnahok-Knauf.
Erfolgreiche Präzisionswürfe erhöhen eine Zeit lang den durch Angriffe mit bloßen Händen verursachten Schaden. Dieser Knauf hat den Ruf, Kämpfe zu provozieren, ist aber auch dafür bekannt, sie zu beenden. Grabstein eines zornigen Berserkers. Klar, den machen wir zum Abschluss vom Video. Der ist easy. Hab ich gehört. Der ist ganz einfach. First try. Wettwar der Will. Der Rolfer, die Lästige. Besser nicht, bist du in Ordnung, Kratos? Dein Ende ist nah! Also auch gar kein Schaden, ne? Ist ja wirklich null Schaden, den man da macht. Also es ist eine Farce, die irgendwie zu bekämpfen. Es wird einfach ein einziges, riesiges Trauerspiel. Komplett. Es wird grausam und furchtbar und alles zusammen. Ja. Gibt's hier ein mythisches Tor irgendwo vielleicht? Das wäre ganz praktisch. Dort. Da drüben. Ich komme da nicht rüber, ohne jetzt wieder irgendwie die Mechaniken benutzen zu müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Geht das denn überhaupt noch, oder ist das... Ich verstehe gerade nicht so richtig. Ja, aber die Tore sind ja zu und die bleiben ja auch zu, oder? Also die Mechanik ist ja tot hier.
Ja gut, von hier komme ich jetzt aber auch nicht darüber, ne? Ist ja nice to have, okay, aber... Oh, der Berserker-Grabstein Tryharden ist aber auch eine unschöne Sache, ne? Wie komme ich denn da hinten hin? Das verstehe ich nicht. Gut, wir machen es so, wir machen hier einen Schnitt und ich überlege mal, ich gehe mal in mich, ob wir den Berserker-Stein hard tryen. Weil wir müssen hier eh da nochmal hin. Und wir sind eh im Endgame, was soll ich sonst machen? Ich weiß es nicht. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Eventuell gibt es dann den Berserkerstein oder wir machen erst hinten Asgards Überreste, mal gucken. Das wird ein harter Kampf, ciao.